Hallo. Wenn ihr gern mit Shortcuts arbeitet, ist das Video das Richtige für euch, denke ich. Ich zeige euch, wie ihr Shortcuts in Revit verwenden, eine vorbereitete Shortcut-Definition importieren oder eigene Shortcuts definieren könnt. Außerdem erkläre ich, wie ihr die Shortcuts wieder auf die Originaleinstellung zurücksetzen könnt. Zuerst möchte ich euch zeigen, wie ihr die vorhandenen Shortcuts erkennen könnt. Wenn ihr mit der Maus auf einen Befehl zeigt, wie zum Beispiel hier auf Befehl Wand, dann sehe ich in Klammern WA stehen. Oder zum Beispiel bei der Modelllinie steht hier in Klammer LI. Das sind die Shortcuts, um diese Befehle schnell aufzurufen. Also wenn ich LI eintippe, bin ich schon in dem Befehl drin, Modelllinie, oder ich tippe ein WA und zeichne eine Wand. Das ist das Prinzip. Wir müssen nicht mit der Maus die Befehle aufrufen. Um die Shortcuts zu verwalten, gehen wir auf Registeransicht, Benutzeroberfläche, Tastaturkurzbefehle. Hier sehen wir alle Befehle aufgelistet und bei einigen werden die bereits definierten Shortcuts angezeigt. Über die Filter können wir auch nur die definierten Shortcuts auflisten oder alle Befehle ohne Shortcut. Bin jetzt wieder bei alle. Wie wir sehen, gibt es viele Befehle, die noch keinen Shortcut haben. Übrigens kann man dieses Dialogfeld auch mit Shortcut aufrufen, KS. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr die umfangreiche Shortcut-Definition von der deutschsprachigen Revit-User-Gruppe RUG-DACH verwenden könnt. Wir gehen hier unten auf Importieren und verwenden den Link zur Metric Library und finden in diesem Ordner diese Datei Keyboard Shortcuts XML. Klicke auf Öffnen und importiere somit diese Shortcut-Definition. Es kommt die Abfrage, ob wir den Import mit den bestehenden Einstellungen zusammenführen oder ob wir die bestehenden Einstellungen überschreiben wollen. Hier sollten wir am besten auf Einstellungen überschreiben klicken, damit die neuen Shortcuts eindeutig zugewiesen werden. Wir können sehen, dass nun mehr Befehle mit Shortcuts verknüpft sind. Im gleichen Pfad befinden sich auch weitere nützliche Dateien. Wir können den Ordner einfach durchsehen, wenn wir in Revit auf Öffnen klicken, dann wieder auf Metric Library und hier unten bei Dateityp alle Dateien anzeigen. Nun sehen wir, hier ganz unten ist ein PDF, Sonderkürzel RUG mit vielen nützlichen Tipps. Ich kann es über Rechtsklick mit einem entsprechenden PDF-Reader öffnen. Hier sehen wir eine Menge nützliche Tipps für Tastatur- und Mauskombination. Und dann haben wir hier noch die Datei PDF-Dokument Keyboard-Shortcuts Revit-Doppelklick-Tastaturkürzel. Ebenfalls rechte Maustaste mit dem Reader öffnen. Hier haben wir ein Tastaturlayout mit den verknüpften Revit-Befehlen. Für die Tasten A bis Z sowie die anderen gekennzeichneten Tasten gilt, dass man mit zweimaligem Drücken der Taste den entsprechenden Befehl aufruft. Der Befehl verdeckte Fenster schließen existiert allerdings nicht mehr in der aktuellen Revit-Version. Er wurde ersetzt durch den Befehl inaktive Ansichten schließen. Das können wir aber direkt korrigieren. Wir öffnen den Dialog für die Tastaturkurzbefehle mit KS und suchen nach dem Befehl inaktive Ansichten schließen. Mit einem Klick in die Zeile wird unten die Eingabe des Shortcuts freigegeben. Wir geben ein XX ein, egal ob groß oder klein, und klicken auf Zuweisen, um den Shortcut zu verknüpfen.
Nun möchte ich noch ein weiteres Beispiel zeigen. Ich suche den Befehl Objektfang. Verwalten und weise die Funktionstaste F3 zu. Zuweisen. Nun habe ich also zwei Shortcuts noch manuell zugewiesen und ich schließe den Dialog mit OK. Das heißt, wenn ich jetzt F3 drücke, wird der Dialog Objektfang aufgerufen und inaktive Ansichten schließen. Gucken wir uns kurz ein Beispiel an. Wenn ich mehrere Ansichten geöffnet habe und ich möchte die inaktiven Ansichten schließen, Doppel-X schließt, ihr seht, die inaktiven Ansichten. Das ist also der Satz für den Befehl verdeckte Fenster schließen, der ja nicht mehr existiert, wie erwähnt. Auf die gleiche Art kann man bei Bedarf weitere Shortcuts für häufig genutzte Befehle hinzufügen. Also wenn ihr bei der Definition eines weiteren Shortcuts, nehmen wir mal an für die Brennweite, im Navigationsrad eine Taste verwenden, die schon belegt ist, zum Beispiel F5, dann kommt die entsprechende Warnung, dass dieser Shortcut nicht belegt werden kann. Wir können uns auch die schon reservierten anschauen. Und hier seht ihr, die Tasten F1, F5, F7, F8 sind schon alle belegt. F2 würde ich auch nicht verwenden, weil das standardmäßig in Windows umbenennen bedeutet. Aber die anderen Tasten, Funktionstasten, kann man belegen. Also ich könnte jetzt meine Brennweite mit F9 zum Beispiel verknüpfen. Taste F9. In Perspektiven sehr praktisch, die Brennweite zu verändern. Ich will euch jetzt noch zeigen, wie nach dem Laden der Tastaturkürzel von der Revit-User-Gruppe das hier aussieht. Also die meisten Befehle sind jetzt hier mit Shortcuts verknüpft. Ausrichten Doppel-A. Element teilen Doppel-Y. Also gerade Befehle, die man häufig benötigt, haben schon passende Shortcuts. Bei Register beschriften sehen wir die Bemaßungsbefehle, ausgerichtete Bemaßung BB, lineare Bemaßung BL, BW für Winkelbemaßung und so weiter. Und ja, viele Befehle sind mit Shortcut versehen. Nicht alle. Wenn ihr noch welche hinzufügen wollt, kann man das machen. Falls ihr aber die Shortcuts wieder zurücksetzen wollt auf die Standardeinstellung, also die Default-Einstellung von Autodesk, ist in dem Ordner, in dem wir eben schon waren, also in dem Ordner Metric Library, auch eine Textdatei. Da geht es mal versteckt. Ich gehe also hier wieder auf alle Dateien anzeigen und suche diese Kurzanleitung Keyboard Shortcuts, rechte Maustaste. Also wichtig, über rechte Maustaste das zu öffnen, weil ich kann die Textdatei nicht direkt in Revit öffnen. Und hier seht ihr jetzt diese Kurzanleitung, in der beschrieben ist, wie die standardmäßigen Tastenkombinationen wiederhergestellt werden können. Wir ersetzen hier diese beiden X durch die aktuelle Revit-Versionsnummer. In meinem Fall ist es die 24, also jetzt steht hier 2024. Und ich kopiere den gesamten Pfad in die Zwischenablage. Nun den Windows Explorer öffnen. Und in der Adresszeile den Pfad einfügen und in dieses Verzeichnis wechseln. In diesem Verzeichnis sehen wir die Keyboard Shortcuts Datei, also die Datei Keyboard Shortcuts XML, diese einfach löschen, danach Revit neu starten. So, nach dem Neustart sehen wir, wissen wir, die Original-Shortcuts zugewiesen. Hier ist bei Bemaßung nur ausgerichtete Bemaßung verknüpft. Die anderen Bemaßungsbefehle haben keinen Shortcut. Gefüllter Bereich zum Beispiel hat keinen Shortcut. Also das ist die Standardeinstellung von Autodesk und ich würde euch raten, die Shortcuts von der Revit-User-Gruppe zu verwenden. Importieren über die Metric Library. Und dann überschreiben und fertig. Diese XML-Datei
die wir jetzt gesehen haben, in dem Ordner Metric Library können wir auch in Excel betrachten. Also ich habe jetzt in den Pfad gewechselt der Metric Library. Ihr seht hier den Pfad C Programm Data Autodesk Revit 2024 Library Germany. Und hier unten sehen wir diese Dateien noch einmal. Und hier ist diese Keyboard Shortcuts Datei von der Revit User Gruppe, wie gesagt. Die kann ich einfach in Excel reinziehen. Hier achte darauf, das blinkt jetzt. Das ist der Dialog XML öffnen. Und das bestätige ich, dass die XML-Tabelle importiert wird. Okay. Nun sind diese Daten in Excel importiert und wir sehen vier Spalten, wobei ich eigentlich die Spalte B und die Spalte D ausblenden möchte, sodass das Ganze übersichtlicher wird. Also den Befehlsname und den entsprechenden Shortcut. Was hier sehr praktisch ist, wir können einfach die leeren Felder deaktivieren. Und so seht ihr jetzt alle Befehle, die hier mit einem Shortcut verknüpft sind. Man kann sich die ganze Liste noch alphabetisch sortieren, wenn man möchte. Also nach Name oder auch nach Shortcut alphabetisch sortieren und ausdrucken als PDF exportieren zum Beispiel. Ja, aber vor allem empfehle ich euch, mit dieser Übersicht anzufangen. Die Buchstaben A bis Z oder Sonderzeichen einfach doppelt eintippen, um den gewünschten Befehl zu starten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.